Es sind Blicke, die fesseln. Ein afghanisches Schulmädchen, ein junger Soldat an der Front, ein Schweißer in einer indischen Werft. Seit 30 Jahren fotografiert Steve McCurry vor allem in Asien. Zur Eröffnung seiner Show in Wolfsburg ist er aus New York City angereist. Mit meinen Fotos will ich erreichen, dass Geschichten entstehen, die dem Betrachter in Erinnerung bleiben, die er nicht vergessen kann, die er sich merkt. Immer wieder fotografiert Steve McCurry die Grausamkeiten des Krieges. Aber auch religiöse Bräuche. Und den Alltag auf der Straße. Weltberühmt wurde er 1984 mit dem Porträt des afghanischen Flüchtlingsmädchens Sharbat Gula. Das Bild von dem afghanischen Mädchen hat mein Leben verändert. Das Foto ist auf der ganzen Welt bekannt. Es ist quasi zum Symbol für afghanische Flüchtlinge geworden. 17 Jahre später trifft er sie wieder. Sharbat Gula erfährt erst jetzt von ihrem Ruhm. Er inszeniere nichts, er warte immer auf den richtigen Augenblick, so McCurry. Und das gelingt ihm ganz meisterhaft.